Hallo, mein Name ist Dr. Guido Rössling. Ich bin zuständig für die Fachstudienberatung Bachelor Informatik an der TU Darmstadt und möchte Ihnen in diesem Video einige hilfreiche Informationen zu unserem Studiengang Bachelor of Science Informatik geben. Zunächst einmal herzlich willkommen an der TU Darmstadt und im Fachbereich Informatik. Mit der Entscheidung für Informatik an der TU Darmstadt haben Sie eine gute Wahl getroffen, sowohl was das Fach Informatik als auch die Universität, Technische Universität Darmstadt, betrifft. Damit Ihr Studium erfolgreich verläuft, wird von Ihnen allerdings einiges an Engagement gefordert. Wir als Fachbereich Informatik sind dabei an Ihrem Erfolg interessiert und werden Sie daher soweit möglich oder nötig auch dabei unterstützen. Im Folgenden gebe ich dazu einen Überblick über das Studium, Betreuungs- und sonstige Angebote. Zunächst einige hilfreiche Informationen. Die Studiendauer des Studiengangs Bachelor of Science Informatik beträgt 6 Semester. Diese sogenannte Regelstudienzeit ist mit ausreichend Aufwand, beispielsweise etwa 40 Stunden pro Woche, durchaus machbar. Die Studiendauer hängt allerdings von vielen anderen Faktoren ebenfalls ab. Also hier können beispielsweise Krankheitsphasen, Vorerfahrungen und Ähnliches hineinspielen. Es gibt die Möglichkeit, ein Urlaubssemester zu beantragen, allerdings ist dies nur aus bestimmten Gründen möglich und entgegen des Namens nicht, weil Sie Urlaub machen möchten, sondern weil Sie beispielsweise studien- oder krankheitsbedingt für ein Semester nicht verfügbar sind. Das heißt, Sie benötigen zum Beispiel eine Bescheinigung über die Art und Dauer einer Erkrankung, die während der Erkrankung ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt. Oder Sie machen einen studienbedingten Auslandsaufenthalt, befinden sich im Mutterschutz oder Elternzeit oder pflegen pflegebedürftige Angehörige. Hinzu als Möglichkeit kommt ebenfalls, dass Sie sich um die Erziehung minderjähriger Kinder kümmern. Zuständig für die Beantragung eines Urlaubssemesters oder einer Beurlaubung ist das Studierendensekretariat Karo 5. Weitere Informationen erhalten Sie auch, wenn Sie eine Google-Suche machen nach Beurlaubung tu-darmstadt.de. Etwas zur Notenbildung. Bei uns ist es so, dass alle Leistungen mit Ausnahme des Mentorensystems im ersten Semester in Ihre Abschlussnote im Bachelor eingehen. Einige Leistungen, nämlich konkret die Leistung im Wahlbereich Fachprüfung, im Wahlbereich studienbegleitende Leistung, sowie die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit oder Thesis, gehen dreifach gewichtet in die Endnote ein. Durch besonders gute Noten in diesen Bereichen, für die alle gilt, dass Sie sich aussuchen, welche Fächer Sie belegen, Sie also nach Ihren Interessen entsprechend belegen und damit potenziell auch höhere Motivation haben, können Sie also weniger gute Noten in dem einen oder anderen Pflichtfach relativ problemlos ausgleichen. Wichtig ist, dass Sie sich vertraut machen mit der Nutzung unseres Campus-Prüfungsmanagementsystems TUCAN, denn jede Leistung muss in TUCAN angemeldet werden, auch die Studienleistung und die Zulassungsvoraussetzungen für Module. Sie müssen sich dabei jeweils für das Modul und die Lehrveranstaltung anmelden. Teilweise müssen Sie sich zusätzlich noch für eine Übungsgruppe und die Studienleistung anmelden, sowie am Ende auch für die Prüfung. Prüfungsversuche. Erster Teil. Wenn Sie in einem Wahlbereich, nicht im Pflichtbereich, ein Modul mit einem Fehlversuch haben, einer 5 oder 2 Fünfe, dann haben Sie die Möglichkeit, dieses Modul auf Antrag streichen zu lassen. Beachten Sie dabei aber die folgenden Regeln. Erstens, bei einer Fachprüfung muss das unbedingt erfolgen, bevor Sie sich zum dritten Versuch anmelden. Zweitens, im Wahlpflichtbereich ist es nur einmal möglich. Drittens, im Wahlbereich der Fachprüfung können Sie pro Schwerpunkt einmal eine Veranstaltung streichen lassen, bei 5 Schwerpunkten also bis zu 5 Veranstaltungen. Und bei den studienbegleitenden Leistungen und im Studium Generale ist diese Streichung beliebig oft möglich. Wichtig ist auch, Sie haben generell bei allen Fachprüfungen, sowohl im Wahlbereich, im Wahlpflichtbereich als auch im Pflichtbereich, maximal 3 Versuche zum Bestehen dieser Veranstaltung. Nach dem 2. Fehlversuch, also wenn Sie zweimal eine 5-0 erhalten haben, auch
Wenn Sie statt nicht bestehen zum Beispiel sich zu einer Prüfung angemeldet und nicht mehr abgemeldet haben, aber nicht mitgeschrieben haben. Nach dem zweiten Fehlversuch wird also eine spezielle Beratung seitens des Fachbereichs angeboten. Wir sind durch die allgemeinen Prüfungsbestimmungen verpflichtet, das anzubieten. Sie müssen daran nicht teilnehmen, es wäre aber sinnvoll. Ein einziges Mal pro Studiengang können Sie zudem nach einem dritten Fehlversuch fristgerecht einen Antrag auf eine sogenannte mündliche Ergänzungsprüfung stellen. Dann bekommen Sie eine mündliche Prüfung, die auch den Ergebnisse der Klausur nochmal aufgreift und wo Sie zeigen können, dass Sie den Stoff doch eigentlich hinreichend beherrschen. Und damit bleibt die Note am Ende entweder bei einer 5, wenn die mündliche Ergänzungsprüfung nicht erfolgreich genug war, oder wird auf eine 4.0, also bestanden, geändert. Wenn Sie BAföG beziehen, ist es erforderlich, dass Sie nach dem vierten Semester eine Bescheinigung über den positiven Verlauf des Studiums vorlegen. Für diese Bescheinigung erwarten wir als Fachbereich, dass Sie im Durchschnitt mindestens 20 CP pro abgeschlossenen Semester, abgeschlossen heißt hier mit verbuchten Leistungen, erbracht haben. Also wenn Sie nach dem vierten Semester nach Verbuchung aller Leistungen sind, sollten Sie mindestens 80 CP haben. Wichtig ist auch für ein erfolgreiches Studium, dass Sie das richtige Lernen üben. Dass Sie rechtzeitig anfangen mit den Aufgaben, dass Sie verschiedene Materialien verwenden und sich nicht nur auf die Folien beispielsweise beschränken, die meist bereitgestellt werden. Und auch verschiedene Lernmethoden ausprobieren oder verwenden und schauen, welche davon für das gegebene Problem und für die Art, wie Sie am erfolgreichsten lernen, wirklich gut geeignet ist. Besonders empfehlenswert ist es auch, Lerngruppen zu nutzen zur Diskussion. Dabei sollten Sie aber darauf achten, dass Sie die Lösung selber vorbereiten und nach erfolgreicher Diskussion und Lösung in der Gruppe zu Hause auch selbst nachbauen, um sich davon überzeugen zu können, dass Sie es selber ebenfalls verstanden haben und können. Nutzen Sie auch Hilfsmöglichkeiten wie die Bibliothek oder das Lernzentrum Mathematik bzw. das elektronische Lernzentrum Mathematik. Und vor allen Dingen nutzen Sie die Chance, Feedback zu holen oder Fragen zu stellen. Dafür gibt es beispielsweise Sprechstunden, aber auch die Abgabe von Hausaufgaben gibt Ihnen wertvolles Feedback, inwieweit die Art, wie Sie die Aufgaben bearbeiten, bereits hinreichend gut ist.